Und hier sind wir auch schon wieder bei Golden Sun, die vergessene Epoche. Wir werden jetzt aufs Schiff gehen und gucken, was uns da erwartet. Schauen wir mal, let's go. So, ihr wisst, was wir uns hier holen können. Hier gibt es noch einen Schatz. Da wir Aaron jetzt dabei haben, können wir diese Eissäule zufrosten. Und da rein. Also da hoch. Hier ist nämlich noch ein Keks. Den könnt ihr Felix geben. So, dann frisst Felix den jetzt auch mal. So, perfekt. Los geht's. So, ein Schiff. Uns steht die Welt zu Füßen. Los geht's. Naja gut, jetzt müssen wir erstmal den Weg zum Schiff finden. Den Weg darauf. So, da geht's hoch. Endlich bin ich wieder an Bord meines Schiffes. Endlich kann ich in mein geliebtes Lemuria zurückkehren. Wartet einen Moment. Um die Segel zu setzen, müssen wir zur Brennkammer unter Deck gehen. Gehen wir nach unten. Okay. Dann gehen wir nach unten. Moment. So, jetzt gibt es hier nämlich noch Schätze zu holen und die werde ich euch auch zeigen. So, das ist der erste Raum. Ein Schatz ist hier, in diesem Fass. Nur ein Elixier. So, gucken wir uns noch im anderen um. Da gehen wir gleich lang. Hier ist nichts. So, diesen Lappen müssen wir leider, die Aquaqualle müssen wir leider umbringen. Das war ja nicht schwer, ne? So, hier ist eine Truhe. So, töten wir die Aquaqualle hier auch nochmal. Ach ja, das Kapitel sollte übrigens sehr kurz sein. Ich habe das komplett jetzt am Anfang vergessen. Ich bin mit allen Level 20. Das, am Ende des Kapitels solltet ihr hier auch so Level 20 sein. 21 wäre vielleicht auch ganz gut, aber 20 reicht. So, damit wir das auch abgehakt haben. Frost. Ein Heiltrank. Nice. Können wir verkaufen. So. Hier ist noch ein Raum. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Aber die ganzen Aquaquallen müssen wir leider umbringen. So, aber die Aquaquallen sind ja keine schweren Gegner. So, diese Aquaqualle auch. Na gut, wir müssen eh alle töten, also. Aber das sind ja zum Glück nur irgendwelche Kacklappen. Ja.
So, das sollte es dann gewesen sein. Also eine ist da zwar noch, aber da kommen wir jetzt gerade nicht hin. So, jetzt lasst mich kurz gucken. Ich glaube, ich weiß, wie ich es schieben muss, oder? Ja. Okay. So sollte es eigentlich gehen. Perfekt. Wunderbar geklappt. Also weiter. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. So, die Aquaqualle muss ich wieder einmal umbringen. Ja, das Schiff, danach steht uns die Welt offen in Golden Sun. Danach können wir mit dem Schiff fahren. Und das Spiel wird noch so viel besser. Moment, was mache ich da? Ich sollte mal Frost gerade mal hier raufpacken. Ich frage mich eh, wie die Aquaquallen in das Schiff reingekommen sind, wenn das abgeschlossen war. Gut gemacht. Zum Glück macht Jenna Gefrierbrand. So, das müsst ihr einmal so und so machen. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ah, okay, ich sehe schon, wo wir jetzt lang müssen. So, diese Aquaqualle als nächstes. So, und die Aquaqualle da hinten dann auch gleich mal wegrasieren. So, und die müssen wir auch töten. Sehr gut, jetzt können wir, glaube ich, zurück. Hier sind auf jeden Fall keine Schätze, weil ich muss gerade gucken, ich kann auf dem Bild nicht so genau erkennen, wo der Schatz ist. Entschuldigt das bitte. Weiter geht's. Na, jetzt erkenne ich das. Der nächste Schatz ist hier. Ein Gegengift. So, und das Vieh müssen wir jetzt auch töten. So, und einen Schatz gibt es hier dann noch. So, einen Schatz haben wir noch. Das müsste nicht hier... Wo ist denn das? Wir sind noch nicht in dem Raum. Noch sind wir nicht in dem Raum, so. Wir müssen da... Vergesst nicht, das Vieh hier zu töten. Ihr könnt da nicht einfach rüberlaufen.
So, weil ihr müsst das zuerst zu einem Eisblock machen. Sonst fährt das Ding einfach runter. So, und der dritte Schatz ist hier. Ein Öltropfen. Das waren alle Schätze, die ihr hier kriegen könnt. So, so weit, so gut. Aufgepasst. Setzt alle eure... Linz auf Standby. Jetzt wird's nämlich witzig. Aquahydra. So, jetzt sehen wir die vollendeten Dinger, die wir noch nicht gesehen haben. Nur gute 600 Schaden schon gemacht. Jetzt kommt Gericht. Ihr seht, wie viel Leben das Vieh hat. Und wir gehen schon voll rein, Alter. Der hat schon über 1000 Leben verloren. Na, jetzt sind wir bei guten 2000. Alter, der lebt immer noch. Das war knapp. Könnte jetzt eklig werden. Wir müssen echt aufpassen. Triobrecher, Alter. So, was können wir denn noch? Echo, Angriff mit Doppelhieb. Erhöht die Attacke aller Freunde. Nee, das lohnt sich nicht. Noch nicht. Hitzesturm. Füllt KP schnell wieder auf. Aaron kann mit Umbra ein Schild aus Wasser erschaffen. Alles klar. Aber wir haben es geschafft. Nice. Ah, okay, macht euch keine Sorgen um diese Schatztruhe. Die werden wir erst viel, viel später im Spiel erreichen. Also wundert euch da nicht. Weiter geht's, die werden wir nicht vergessen. So, damit ist das Kapitel auch schon fast abgeschlossen. Ah, Moment, hier sind wir falsch. Zuerst hier lang. Wir müssen nämlich hier hin. Hier war ja vorher die Sackgasse. Jetzt können wir hier unten ins Schiff rein. Relativ leicht. Da brauchen wir nicht lange überlegen. Da brauchen wir nämlich nur so machen. So, das war gar kein Problem. Das Schiff ist echt groß. Wie sind all diese Monster an Bord gekommen? Ich hätte schwören können, dass ich abgeschlossen habe, als ich ging. Aber das macht nichts. Wenn das Schiff erst wieder Fahrt macht, springen sie sicher alle wieder von Bord. Also gut, ich muss nun den schwarzen Ball in diesen Sockel einpassen.
Übernimm das Ruder, Felix. Wenn ihr bis nach Lemuria reisen möchtet, müsst ihr noch viel über Nautik lernen. Wir sollten ein wenig durch die östliche See kreuzen, bis ihr euch daran gewöhnt habt. Kraden, wäre es nicht klüger, direkt nach Lemuria zu reisen? Nun, wenn wir lernen müssen, wie man segelt, sollten wir es besser früher als später tun. Dann will ich nach Lalivero und Tolbi. Oh, und nach Whale. Können wir nach Whale? Nur zu gerne würde ich deine Heimatstadt kennenlernen, Jenna. Wollen wir? Lasst es uns tun. Auf nach Whale. Ja. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee wäre. Komm schon. Warum nicht? Denkt an die Straßen, die wir benutzt haben, um bis hierher zu kommen. Ich war nie so besonders gut in Geografie. Dann lasst mich euch erklären. Die Küste von Angara, der Kontinent, auf dem sich Whale befindet, wird von hohen felsigen Klippen umgeben. Oh, du meinst also, Aarons Schiff könnte dort nicht anlegen? Und was Gondwan betrifft, nun, ich würde sagen, die Leute von Lalivero sind hinter uns her. Er hat recht, Saturos und Mernadi haben es in Lalivero etwas übertrieben. Und ihr wart alle bei ihnen. Oh, aber Cosma kann doch die Situation erklären. Ich bin mir sicher, dass Faran und die Bewohner Laliveros alles verstehen werden. Und dann würden sie mich in Lalivero behalten. Würdest du mich etwa zurücklassen, Felix? Ja, stimmt. Vielleicht wäre das doch kein so guter Gedanke. Dann ist es entschieden. Was ist entschieden? Die See ist weit. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, lass uns ein wenig den Ozean erkunden, Felix. Gute Idee. Wir sind bereits auf Werwölfe gestoßen und haben neue Synergie entdeckt. Ich bin mir sicher, dass da draußen noch mehr auf uns wartet. Wow, das wird sicher absolut großartig. Die See kann sehr gefährlich sein. Wenn etwas passiert, ist es nicht meine Schuld, Kraden. Stechen wir in See, Felix. So, sehr schön. Das war's dann erstmal. Hier werde ich den Part beenden. Das war ein kurzer Part. Im nächsten Part geht es weiter und wir machen unsere Reise mit dem Schiff. Ich freue mich sehr. Ich bedanke mich hier bei euch fürs Zuschauen. Like diesen Part und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr von Golden Sun sehen wollt. Und ich sag dann, bis dann. Vielen Dank für das Zuschauen bei diesem Part von Golden Sun, die vergessene Epoche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt mir in die Kommentare, was ich noch besser machen könnte und welche Projekte ich sonst noch machen soll. Wenn ihr noch mehr von Golden Sun, die vergessene Epoche sehen wollt, dann drückt doch auf die Playlist. Und hier sind noch zwei andere Projekte, die euch auch noch gefallen könnten. Wenn ihr nichts mehr von mir verpassen wollt, dann drückt doch auf den Vergiss nicht mich zu abonnieren Button, damit ihr nichts mehr verpasst. Nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Tschüss!